2018 qualifizierte sich Island als kleinstes Land aller Zeiten für die Weltmeisterschaft. Sigurdsson, Gunnarsson, Finnbogason und ihr Team begeisterten die ganze Welt. Leider gibt es noch einen anderen Son, der im Land allgegenwärtig ist. Parkinson. Island hat die zweithöchste Sterberate von Parkinson-Patienten weltweit. Um den Betroffenen zu helfen, tauschte der isländische Fußballverband die Namen seiner Spieler. Von diesem zu diesem. Die Sons of Solidarity. Im letzten Spiel vor der WM betraten Spieler und Parkinson-Patienten gemeinsam das Spielfeld. Vereint durch einen Namen. Ein Bild, das um die Welt ging. 2:2 wird diese Geste in Erinnerung bleiben. Die Kicker posierten vor dem Spiel mit Parkinson-Patienten. Iniziale Campagna, siamo tutti Parkinson. Und eine Welle der Solidarität auslöste. Erlöse durch Trikotverkäufe und Spenden flossen direkt in Islands erstes Parkinson-Center, in dem Patienten geholfen wird, mit der Krankheit zu leben. It's very important that that Iceland is doing whatever it takes to help the people who have these diseases to live as good a life as they can possibly do. Und sogar der isländische Präsident unterstützte die Aktion.